Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem Video Nummer 92, Leistungskurs Mathe. Und zwar geht es diesmal in meiner Vorkursreihe um Ungleichungen. Ich habe hier mal bemerkt, dass ich eine Playlist inzwischen habe und scroll mal eben durch, was ich alles schon ins Netz gestellt habe, damit ihr einen Überblick habt. Ich bedanke mich übrigens für die Hinweise, die eintrudeln und die mir ab und zu mal klar machen, dass ich mich verrechnet habe, verschrieben habe oder vertan habe. Ganz herzlichen Dank dafür, wenn ihr da ein vernünftiges Fehlerlesen macht und mir da Bescheid sagt, da und da hast du dich vertan. Das steigert die Qualität meiner Videos. So, es geht los heute mit Ungleichungen. Und zwar, ich habe einmal 5 Ungleichungen aufgeschrieben. Wer jetzt Spaß dran hat, die selbst einmal zu lösen, der kann jetzt gleich das Video anhalten, die Ungleichung lösen und sich dann die Lösung angucken. Wer sagt, nee, das ist mir zu mühselig, ich gucke mir sofort die Lösung an, der kann das machen. Ihr seht einmal hier mit einem Bruch auf der linken Seite mit der E-Funktion. Dann haben wir hier eine Ungleichung vierten Grades, eine gemischte mit Logarithmen und eine quadratische. Also einmal quer durch den Garten. Ich sage nochmal, Vorkurs bedeutet ja, dass man nachweisen soll, dass man die Schulmathematik mehr oder weniger gut beherrscht. Es sind also keine Hochschulsachen, aber man muss doch sauber arbeiten. Gut, jetzt werde ich also die Lösungen zur ersten Aufgabe einmal vorführen. Ihr seht, das ist eine, ich mache das mal ein bisschen größer, so ist es glaube ich besser, ja? Gut. Eine Ungleichung, auf der linken Seite steht eine ein Bruch, x minus 2 durch x plus 3 kleiner gleich 2. Da kann man erstmal sauber hinschreiben. Definitionsbereich der Ungleichung sind also alle reellen Zahlen ohne minus 3. Denn ihr seht, wenn ich hier minus 3 einsetze, dann ist das nicht erlaubt. Division durch 0 ist verboten. So, jetzt seht ihr gleichzeitig, wenn ich jetzt diese Ungleichung umformen möchte, wisst ihr aus der Schulmathematik, wenn man eine Ungleichung mit einer positiven Zahl multipliziert, dann ist das ganz locker. Das kann man ruhig machen. Multipliziert man die aber mit einer negativen Zahl, diese Ungleichung, dann dreht sich dieses Zeichen um. Das wisst ihr alle aus der 7. oder 8. Klasse. Deshalb mache ich hier jetzt bei der Multiplikation mit x plus 3 einmal eine saubere Fallunterscheidung. Und zwar erster Fall, x plus 3 sei größer 0. Größer 0, größer gleich 0 ist verboten, sonst würde ich das hier mit 0 multiplizieren, was im Nenner steht. Das ist also verboten. Also x plus 3 größer 0 bedeutet für die folgende Rechnung, x ist größer als minus 3. Dann schauen wir uns das, so ist das schöner. Kann man das auch verkleinern? Ne. Gut, x plus 3 größer 0, x größer minus 3. Ich multipliziere diese Ungleichung mit x plus 3, das darf ich machen. Ist das hässlich. Gut, das mache ich auch. X, es ist größer 0. Dann erhalte ich also x minus 2 ist kleiner gleich 2 mal x plus 3. Ich löse die Klammern auf, ordne nach x und erhalte x größer gleich minus 8. Jetzt habe ich hier einmal hingeschrieben, die Lösung ist also x größer gleich minus 8, also alle Zahlen inklusive der minus 8, die rechts davon liegen. Aber hier oben steht, dass x größer als minus 3 sein muss. Deshalb ist der richtige, in Anführungszeichen, Lösungsbereich ab hier. Lösungsbereich der Gleichung, alle x aus R mit x größer minus 3. Ist, glaube ich, nachvollziehbar. Jo, das war der erste Fall. Der zweite Fall, zu groß. Der zweite Fall geht völlig analog. X plus 3 ist kleiner 0, das heißt x kleiner als minus 3. Wenn ich jetzt diese Ungleichung mit x plus 3 multipliziere, dreht sich das Zeichen um. Deshalb nochmal diese zwei Ausrufezeichen. Also x minus 2 ist größer gleich 2 mal x plus 3. Und das bedeutet, x ist kleiner als minus 8. Wir haben hier oben, ich habe also alle Zahlen kleiner als minus 8, von hier ab nach links. Diese Zahlen erfüllen auch die Bedingung, dass x kleiner minus 3 ist. Also ist die zweite Lösungsmenge x Element der reellen Zahlen x kleiner gleich minus 8. Jo. Nummer 3 geht schneller.
e hoch x minus 5 ist kleiner gleich 2. Da erstmal die Bemerkung, offenbar ist x Element R, also ich darf alle Zahlen für x einsetzen, denn die e-Funktion ist für alle reellen Zahlen definiert. Und wir beachten prinzipiell, wenn man mit der e-Funktion rechnet, dass e hoch x stets größer 0 ist für alle x Elemente der reellen Zahlen. Ansonsten ist das eine relativ einfache Kiste. Ihr seht, ich addiere plus 5 und bei e hoch x ist kleiner 7. Diese Ungleichung darf ich logarithmieren, weil beide Seiten positiv sind. Ihr wisst, der Logarithmus ist ja nur für positive Ausdrücke definiert, also größer 0. Dann bekomme ich links ln von e hoch x ist kleiner gleich ln 7, also x ln e hoch x ist ja x und x ist kleiner gleich ln 7 und das ist dann auch schon die Lösungsmenge. Ja. Nächste Aufgabe. Ich sehe, das geht recht einfach. Y Quadrat plus y noch 4 plus 2 ist größer gleich 0. Bevor wir jetzt wie die Tiere hier losrechnen und voller Schreck erstarren, weil das eine Gleichung, eine Ungleichung vierten Grades ist, gucken wir uns das erstmal an. Offenbar darf ich für y alle reellen Zahlen einsetzen. Und wenn ich alle reellen Zahlen einsetze, dann gilt erstmal y Quadrat ist immer größer gleich 0 und y hoch 4 ist auch größer gleich 0. Das bedeutet für diese Gleichung, dieser Term ist für alle reellen Zahlen größer gleich 0, dieser Term ist für alle reellen Zahlen größer gleich 0 und dann kommen noch 2 hinzu. Das heißt, was da insgesamt steht, ist auf jeden Fall größer als 0. Also das Kleinste, was ich für y² und y hoch 4 einsetzen kann, das ist ja die 0. Und deshalb ist die Ungleichung y² plus y hoch 4 plus 2 größer gleich 0 eine stets wahre Aussage. Dieses Ding heißt übrigens für alle. Dieses umgekehrte a kennt ihr vielleicht für alle y aus r. Das war eine zum Nachdenken. Wer da natürlich anfängt zu rechnen mit Substituieren und du lieber Himmel. Also immer schön hingucken. So, nicht durch hingucken geht dieses Teil. Ln von z², das ist ein Minuszeichen. Entschuldigt bitte die Schmiererei. Ich könnte natürlich mal hier eben so ein bisschen basteln. Und wenn ich das jetzt vergrößere, und da jetzt so ein, ja, gut, so ist das hübscher. Entschuldigt, dass ich also jetzt so ein bisschen hier, natürlich jetzt albern, gut. Also lnz² minus lnz minus 1 größer gleich 0. Bedingung erstmal, wenn wir uns das anschauen, ihr wisst alle, dass der Logarithmus nur für positive Zahlen definiert ist, deshalb muss das z² größer 0 sein. Habe ich natürlich hier vergessen. So, das z² muss größer 0 sein, positiv. Und z minus 1 muss größer 0 sein. Das steht hier. Dieses geheimnisvolle Zeichen, dieses Hütchen nach oben, heißt und. Also und gleichzeitig. Diese beiden Bedingungen müssen gelten. Also z Quadrat größer 0 und z größer 1. Wobei, wenn z größer 1 ist, ist z Quadrat automatisch größer als 0. Gut. Für z größer 1 gilt z Quadrat größer 0 ohnehin. Das fällt mir gerade ein, ohnehin schreibt man, glaube ich, zusammen. Ja, bitte entschuldigt den Rechtschreibfehler. Also gilt erst einmal Definitionsbereich der Gleichung z-Element R mit z größer 1. Das halten wir einmal im Kopf fest. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich für die Möglichkeit entschieden, dass wir diese Ungleichung erstmal nach den Rechenregeln des Logarithmus behandeln. Pardon. Und zwar, ihr wisst ja, ln a minus ln b ist ln a geteilt durch b, also ln von a geteilt durch b. Das heißt, für ln z² minus ln z minus 1 darf ich schreiben, ln von z² geteilt durch z minus 1 ist größer gleich 0. Die e-Funktion darf ich darauf, die Gleichung, das habe ich hier nochmal hingeschrieben. Das heißt, ln b ln a minus ln b. Z ungleich 1
halten wir im Kopf, z ungleich 1 ist sowieso erfüllt, weil z größer als 1 ist, das heißt, der Bruch ist auch definiert. Jetzt machen wir e hoch die ganze Sache, dann haben wir e hoch ln von z² durch z minus 1 und rechts e hoch 0. E hoch ln, da heben sich e und ln auf, das heißt, links steht z² durch z minus 1 und e hoch 0 ist ja 1. So, ihr seht, diese Gleichung haben wir im Beispiel 1 schon mal gehabt, ist so ein bisschen angenehmer als das, was hier oben steht. So, schauen wir uns mal an. Z ist größer als 1, steht hier oben. Das heißt, dieser Ausdruck z minus 1 ist immer positiv. Ich kann einfach damit multiplizieren, ohne dass sich dieses Zeichen umdreht. Ich erhalte z² ist größer z minus 1. Ich bringe alles auf die linke Seite und erhalte z² minus z plus 1 ist größer gleich 0. Das ist eine quadratische Ungleichung. Und da sage ich einfach mal, die löst man wie eine, in einer Nebenrechnung wie eine quadratische Gleichung und dann kriegt man entsprechend die Grenzen, das ist ja dann eine Parabel, und man kann dann sehen, wo diese Parabel größer als 0 ist. Wir können das einmal, ich habe da GeoGebra, wir merken uns einmal z² minus z plus 1. Ihr kennt alle GeoGebra, ja, ein wunderbares. Ich habe hier GeoGebra 5.0, eine Beta-Version, die auch dreidimensional zeichnen kann. Also z² minus z plus 1. Habe ich doch richtig gemacht, ja? Nicht, dass ich ja jetzt hier z hoch 2 minus z plus 1. Ich schmettere auf die Eingabetaste. Und ihr seht, hier oben kriege ich jetzt wunderbar diesen Graphen und ich habe das Blatt und jetzt sehen wir, die Parabel ist immer positiv, also von den y-Werten her. Es gibt keine Nullstellen, das heißt für die Funktionswerte gilt größer 0. Ja, achso, 3D kann ich eben auch zeigen, hier unter Ansicht kriegt man dann Grafik 3D und da seht ihr, kann man dann hier, ich hoffe, ihr wisst das, seht hier ein super tolles Programm, kann ich also nur wärmstens empfehlen. Natürlich Open Source, kostet nichts und ist auf der ganzen Welt verteilt. Also müsste eigentlich jeder, der sich mit Mathematik beschäftigt, auf seinem Rechner haben. Gibt es übrigens auch inzwischen als App für Smartphones. Gut, jetzt habe ich aber hier genug gelabert. Wir wollen das natürlich, ich will das natürlich rechnerisch noch einmal vorführen. Also ich löse erstmal die quadratische Gleichung. Von der Strategie her z² minus z plus 1 gleich 0. Ich habe die PQ-Formel 1 halb, 1 Viertel minus 1 gibt minus 3 Viertel. Und ihr seht, es gibt keine reellen Lösungen. Das bedeutet, ich habe die Funktion mal g von z genannt. Der Graph liegt für jedes z oberhalb der x-Achse, also gilt für alle z größer gleich 1. Wir haben ja nach der Ungleichung gefragt, ist diese Ungleichung, wo steht sie? Da, für z größer 1 ist diese Ungleichung also immer richtig. Ja, und die letzte Aufgabe habe ich jetzt schon so ein bisschen verraten. Und zwar, es geht ja um eine quadratische Ungleichung hier. Da mache ich das immer so, dass ich die entsprechende quadratische Gleichung löse. Also x² plus 2x plus 10 gleich 0. Und jetzt sieht man wieder hier, dass man keine reellen Lösungen bekommt. Da ich hier gefragt habe, kleiner 0, wann ist das kleiner 0, muss ich hier hinschreiben. Der Graph liegt stets oberhalb der x-Achse, also ist die Lösungsmenge dieser Ungleichung kleiner 0 die leere Menge. Ja, das war's schon. Ich freue mich, dass ihr mich angeklickt habt, dass ihr mich eingeschaltet habt, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Bitten habt, ganz wichtig, was diese Fokusreihe angeht, wenn ihr ein Thema gerne abgehandelt haben wollt, das ist jetzt grammatikalisch richtig, schreibt mir einfach einen Kommentar zu diesem Video und dann, wenn es auch nicht sofort gemacht wird, ich merke es mir auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, bitte empfehlt mich weiter. Wenn nicht,
verschweigt, dass es mich gibt. In diesem Sinne sage ich euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.